Willkommen zum fünften Kapitel von Teenage Dirtbags von Beggin, gelesen von Emil Gabriel. Vorab vorweg, in diesem Kapitel wird es zu einer Smut-Szene kommen, also einer Szene ab 18 aufgrund sexueller Inhalte, die ich hier in diesem Video nicht vorlesen werde. Dieses Video hier ist also jugendfrei und kann jeder bedenklich hören. Ich werde den Anfang und das Ende vorlesen, die Smut-Szene aussparen und euch in kurzen Worten erklären, was passiert ist. Ich hatte erst überlegt, auch eine Ab-18-Version zu lesen und hochzuladen. Ich habe jetzt im Laufe der Arbeit daran gemerkt, dass ich das eigentlich nicht unbedingt auf meinem Kanal haben möchte, weil der auch öffentlich ist und auch von zukünftigen Arbeitgebern gesehen werden kann, etc. pp. Das Originalkapitel findet ihr natürlich in der Kurzbeschreibung. Es ist sehr zu empfehlen für alle von euch, die schon volljährig sind. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt viel Spaß. Kapitel 5. Kein Titel. Bob öffnete den Internetbrowser und tippte eine ganze Weile. Da er mit seinem Körper ihre Sicht blockierte, konnte Justus nicht erkennen, was genau er eingab. Schlussendlich zog Bob den Laptop an die Schreibtischkante und ließ sich neben Justus auf der Gästematratze nieder. Aus dieser Entfernung konnte er das Bild selbst ohne Kontaktlinsen gut erkennen. Könnt ihr alle etwas sehen? Fragte Bob, bog den Bildschirm etwas weiter nach vorne, um Spiegelungen im Display zu vermeiden. Sowohl Justus als auch Peter nickte. Bob wies auf den Lichtschalter an der Wand neben Justus Bett. Machst du das Licht aus, Zweiter? Peter beugte sich nach links und löschte das Licht. Nun erhellte nur noch der Laptop-Display das Zimmer. Bob hatte das Video offensichtlich bereits ausgewählt, denn jetzt musste er nur noch auf Play drücken und der Film begann. Justus betrachtete gespannt den Bildschirm. Sie befanden sich scheinbar in einem Schlafzimmer. Der flackernde Schein einer Vielzahl von weißen Kerzen erleuchtete den ansonsten dunklen Raum und das Bett, um das sie gruppiert waren. Im Hintergrund setzte leise, sündige Musik ein. Es folgte eine Pornoaufnahme von einer hübschen Frau mit braunen Haaren und weißem Spitzenunterwäsche, die sich selbst befriedigt. Die Szene wird als sehr ästhetisch beschrieben und Justus bemerkt, wie er von dem Video immer mehr erregt wird. Aber damit ist er nicht alleine. Bob und Peter geht es ähnlich. Justus kann im Laufe des Films seine Erektion nicht unterdrücken und fängt an zu masturbieren. Peter und Bob geht es ähnlich. Mittlerweile hatte das Video und somit auch die Musik geendet. Keiner der Jungs hatte die letzten Sekunden mitbekommen. Justus wurde sich der Stille im Zimmer bewusst, nur unterbrochen von ihren heftigen Atemzügen. Sein Puls raste noch immer. Und er atmete ein paar Mal tief ein und aus, versuchte sich zu beruhigen. Verdammt, das so war das nicht geplant gewesen. Sein Gesicht brannte. Was sollte er sagen? Zu seiner Überraschung war es Peter, der die Stille brach. Okay, Dritter, du hast definitiv Geschmack, was Pornos betrifft. Das war gar nicht creepy. Der zweite Detektiv stemmte sich vom Bett hoch, schlängelte sich zwischen Justus und Bob hindurch. Ich gehe zuerst ins Bad. Und schon klappte Justus Zimmertür zu. Bob lachte, wenngleich es noch etwas atemlos klang.
Hab ich doch gesagt, Peter, rief er diesem hinterher, ehe er ebenfalls aufstand und zur Wand zapste. Plötzliche Helligkeit blendete Justus und er kniff die Augen zusammen. Bob blinzelte ihn an, sein Haar ein blondes Chaos auf seinem Kopf. Justus' Blick glitt unwillkürlich zu seinem Schritt. Doch die schwarze Jogginghose, die Bob trug, gab nichts preis. Hastig wandte Justus den Kopf ab, schluckte. Während Bob völlig entspannt wirkte, wusste er kaum, wo er hinsehen sollte. Um sich abzulenken, griff Justus nach dem Laptop und schloss das Browserfenster. Nicht jedoch, ohne auf die Adresszeile zu linsen. Schließlich schaltete er den Laptop aus und klappte ihn zu. »Alles okay, Just?« fragte Bob von der Tür her. Er wartete scheinbar darauf, dass Peter aus dem Bad zurückkehrte. »Du bist jetzt aber nicht sauer oder so?« Justus schüttelte hastig den Kopf und drehte sich wieder zu Bob. Der hatte die Augen zusammengekniffen, um sein Gesicht besser erkennen zu können. Aus dieser Entfernung machte sich seine Sehschwäche bemerkbar. »Nein, alles gut. Du hast recht. Das war eine sehr...« Justus zuckte verlegen mit den Schultern. »Künstlerische Darstellung der weiblichen Lust.« Bobs Schultern entspannten sich. Ein verschmitztes Grinsen verzog seinen Mund. »So kann man es auch ausdrücken, Erster. Eine künstlerische Darstellung der weiblichen Lust.« Das war Kapitel 5 von Teenage Dirtbags von Baggin. Danke fürs Zuhören. Vergesst, wie gesagt, nicht, meinen Kanal zu abonnieren, um die nächsten Kapitel nicht zu verpassen. Like dieses Video, kommentiert etc. Ich würde mich sehr darüber freuen. Und guckt auch gerne in die Original-Fanfiction rein, die ihr wie immer in der Kurzbeschreibung findet. Dankeschön!